Guten Morgen. Anderswohin unterwegs. Diesmal bei bestem Wetter aus dem Phantasialand in Grün. 1967, also schon vor über 50 Jahren, wurde der Park ja hier eröffnet. Ich hatte das Glück, im Eröffnungsjahr schon hier sein zu können, um Fotos zu machen. Und danach war ich eigentlich immer wieder hier, habe Fotos und Videos gemacht. Das Video jetzt über das Phantasialand in Brühl wird kein normales Video über einen Parkbesuch, sondern wir versuchen mal, hier in die Geschichte einzutauchen. Es dürfte ja kaum einen Freizeitpark geben, der sich so stark im Laufe der Jahrzehnte verändert hat wie das Phantasialand. Jetzt im Januar 2020 will ich mal schauen, wie hat sich der Park verändert? Was hat hier wo gestanden? Wie ist die Entwicklung? Das hier ist der aktuelle Parkplan. Das Phantasialand wurde 1967 von Richard Schmidt und Gottlieb Löffelhardt, einem Puppenfilmfabrikanten und einem Schausteller, eröffnet. Die beiden haben gleichzeitig noch ein anderes Projekt gehabt, und zwar in Tüttern an der deutsch-holländischen Grenze, nämlich einen Safari-Park. Aus dem Safari-Park-Projekt stiegen sie 1969 aus und kümmerten sich voll ums Phantasialand. Die Anfänge des Phantasialands, sie liegen hier ganz links auf dem Plan am heutigen Mondsee. Da, wo heute Fantissima stattfindet, da gibt es ein großes Tor zur Straße hin, und das interessiert mich jetzt besonders. Da ist das Tor auch schon. Hier war tatsächlich 1967 der Eingang zum Phantasialand. Rechts und links von diesem Weg, da standen zwei Verwaltungsgebäude. Hier auf diesem Parkplan von 1967-68 kann man das sehr schön sehen. Wo der braune Zaun ist, da gab es erstmal so einen kleinen Autoscooter, und daneben lag die Oldtimerbahn. Da fuhr man mit dem Oldtimer rund um die Welt, da kam man in afrikanische Länder, man kam nach Japan, man kam nach Ägypten, Italien, Mexiko und an den Nordpol. Bis 1986 haben die Oldtimer hier ihre Runden gedreht. Außen um die Oldtimerbahn rum, da lagen Schienen, da fuhr ein kleiner Zug, der Santa Fe Western Express. Der fuhr, soweit ich mich erinnere, an einem Indianerdorf und einer Westernstadt vorbei, und durch einen Tunnel, da fuhr er auch. Ja, dieser kleine Fahrgast, der guckt sehr stolz, und das sind Bilder von der Westernstadt im Mini-Format, die es hier gegeben hat. Von dem Autoscooter, der hier anscheinend bis 1986 stand, habe ich keine Bilder, ich habe auch kaum Erinnerungen daran. Western Express, Oldtimerbahn und Autoscooter wurden 1986 abgerissen, 1988 wurde hier das Space Center eröffnet mit der größten Indoor-Achterbahn der Welt. Im gleichen Gebäude kam 1990 die Hollywood-Tour dazu. Die existiert ja bis heute. Zehn Minuten dauert diese Wasserfahrt und man fährt vorbei an einigen Filmszenen. Das sind heute allerdings mehr schon Klassiker des Kinos. Das hier ist eine Szene aus Der weiße Hai. Hier war bis 2007 eine Szene aus Hitchcocks Die Vögel. Inzwischen ist das Der Zauberer von Oz. Ja.
eins darf man nicht vergessen, 1990 war diese Themenfahrt hier eine Sensation. So, hier auf der linken Seite, da war das Space Center, das wurde 2001 dann umthematisiert in Temple of the Night Hawk. Auf dem alten Plan sind wir jetzt unten am See, der hieß damals noch Märchensee, angekommen. Da war einmal der Eingang zur Seeräuberfahrt nach Cartagena, einer Bootsfahrt, und hier begann der Märchenpark, und zwar mit Gullivers Reisen. Der Gulliver war eine Figur, die zusammengesunken da stand und dann aufgepumpt wurde, bis sie riesengroß dastand. Das ist jetzt neben Woostown auf dem Rundweg um den See. Hier waren jetzt die einzelnen Märchenstationen. Gleich neben Gulliver, da gab es in späteren Jahren dann eine Höhle, da war das Märchen von der chinesischen Nachtigall drin. Auf dem Plan von 67-68 gesehen sind wir jetzt in dem schwarz eingekreisten Bereich. Das sind jetzt Bilder der Märchen von damals, hier der gestiefelte Kater. Da sitzt Witwe Bolte und oben auf dem Dach, das sind Max und Moritz. Das ist das tapfere Schneiderlein, daneben die 67er Darstellung von Aschenputtel und daneben eine spätere in einer Höhle drin. Und das sind Bilder vom Märchen Die chinesische Nachtigall. Das Ganze ebenfalls in dieser Höhle drin. Im Laufe der Jahre verschwanden zwar immer wieder mal Märchen, aber endgültig abgeräumt wurde alles 2007. Wenn man heute rund um den See geht, da findet man immer noch Spuren dieser Märchen. Oft sind das nur Platten im Boden drin oder Grundmauern. Das hier könnten Reste vom tapferen Schneiderlein sein. Und hier könnte der Zuweg zum Haus von Witwe Bolte gelegen haben. Wenn man an dieser Stelle angekommen ist, hier war früher ein Gehege mit Eseln, dann führt der Weg nach links ein Stückchen bergan. Hier war früher ein weiterer Teil des Märchenwaldes. Hier waren die Märchenstationen Rapunzel, Schneewittchen, Hänsel und Gretel und Hans im Glück. Der Bereich ist heute durch einen Zaun abgetrennt. Hier drin befindet sich der Baumberger Irrgarten. Der kann man jetzt allerdings im Winter nicht rein. Das sind jetzt Bilder aus den 60er Jahren. Das ist einmal hier der Turm von Rapunzel. Daneben Schneewittchen, das waren mehrere Darstellungen von Schneewittchen. Und daneben Hans im Glück. Und später kam dann Rotkäppchen dazu. Ich dich besser fressen kann. Und sogleich sprang der böse Wolf aus dem Bett und verschätzte unser Nacht und Wächter. Und auf diesem Parkplan kann man sehen, 1972 kam Schloss Schreckenstein dazu. Das wurde 2008 dann abgerissen. Das war ein Walkthrough durch ein kleines Gruselschloss. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg unten am See. Hier gab es in den 60er Jahren noch einen Pilz. Das war ein Kiosk, da gab es Getränke und Eis zu kaufen. Und Sitzbänke gab es ja auch. Dann gab es hier noch eine Darstellung, zum Beispiel vom Kalifenstorch. Die ganzen Märchendarstellungen, das waren ja eigentlich relativ kleine Figuren, haben sich auch nicht alle bewegt, meistens wurden nur Beine oder Arme oder Kopf bewegt. Am Zaun des Märchens, da gab es meistens eine schwarze Box mit einem weißen Knopf. Wenn man da drauf drückte, fingen an, die Figuren sich zu bewegen. Und bei einigen der Märchen, nicht bei allen, wurden dann die Geschichten erzählt. Das ist eine der Märchenszenen, die sich nicht bewegten und auch wo nichts erzählt wurde, Kalif Storch. Das war auch das Erste, was eigentlich wieder verschwunden ist aus dem Park. Das ist der Eingang zu Wakubato. Das ist die Wasserfahrt. Die wurde 2009 erst hier auf dem Mondsee, so hieß inzwischen der Märchensee, eingerichtet. Jetzt im Winter ist die Wasserfahrt allerdings geschlossen. Phantasialand lässt inzwischen den Mondsee, den ehemaligen Märchensee, versanden. Überall haben sich jetzt hier Inseln gebildet. Dazwischen fahren die Boote dann von Wakubato. Bis 1999 fuhren hier die Boote der Wikingerfahrt vorbei. Und genau hier an dieser Stelle lag seit 1967 das Seeräuberschiff Ilione. In den ersten Jahren waren oben an Deck doch jede Menge Seeräuberfiguren. Die waren dann nachher weg. Ich glaube, das war nach dem Sturm 1978. Und da, wo heute die Anlegestation von Wakubato ist, hat früher die Piratenhöhle gelegen. Ab 1979 war das die Wikingerhöhle, doch die zeige ich euch dann später. Jetzt führt der Weg hier über Treppenstufen runter zum Ufer.
Ja, und mit der letzten Treppenstufe stoßen wir auf einen anderen Weg. Das ist der Ausgang von Wakubato. Und das ist der Original-Uferweg von 1967. Und hier am äußersten Ende von Phantasialand, da gab es seit 1967 ein weiteres Märchen. Das war der kleine Muck. Er ist dadurch bekannt geworden, er gehörte zu den letzten Märchen, die 2007 dann hier in Phantasialand abgeräumt wurden. Und das könnte die Stelle sein, wo der kleine Muck bis 2007 gestanden hat. Der Ort könnte ungefähr stimmen. Es ging ein bisschen den Hügel hoch und da oben die Bauform von dem Gebäude hier stimmt auch. So ein paar Meter weiter kommen wir zu dieser Stelle hier. Also hier ist der See völlig versandet. Das ging hier in den 60er Jahren vorne bis ans Ufer ran, das Wasser. Und hier gab es eine weitere Märchenszene oder besser eine Abenteuerszene. Hier war nämlich eine Darstellung von Robinson Crusoe. Gleich dahinter war in den 60er Jahren schon eine Höhle. Da war das Märchen Aladdin und die Wunderlampe drin. Das wurde dann später gegen andere ausgetauscht. Das hier könnte ein Überrest dieser Höhle sein. Und die Märchen, das waren die Bremer Stadtmusikanten und der Wolf und die sieben Geißlein. So, hier geht dann der Weg weiter um den See. Hier kam allerdings auch in den 60er Jahren keine Märchenszene mehr. Da drüben am anderen Ufer, da sieht man ein Gebäude mit einem Bootssteg. Das könnte der ehemalige Eingang zu den Wikingerbooten gewesen sein. Das ist der Parkplan von 67-68 und ich habe mal die Seeräuberfahrt nach Cartagena die Strecke eingezeichnet. Da war ein Jungen. Die gibt es auch nicht. Hey, hey. Da ist der. Hallo. Das sind jetzt Szenen von der Wikingerbootsfahrt, die 1979 die Seeräuberfahrt abgelöst hatten. Hier sind jetzt an der Seite auch Krokodile, Nilpferd und ein berühmtes Nashorn, das drei Jäger auf einen Baum jagt. Und jetzt fahren wir durch die Wikingerhöhle. Die Wikinger sind da. Die Wikinger sind da.
ganz oben links sieht man ein Schloss im Wasser liegen. Da ist in den 60er Jahren das Boot auch durchgefahren. Und am Ende der Bootsfahrt warteten Elefanten und die Ruinen von Atlantis. Wenn ich mich nicht täusche, dann sieht man hier im Wasser die Schienen noch von der Wikingerbootsfahrt liegen. Vom Würmling-Express aus hat man eine geniale Sicht auf den heutigen Mondsee, den ehemaligen Märchensee. Das ist der Plan von 6768 von dem Gebiet am rechten Uferrand, jetzt schwarz eingekreist. Hier steht seit 2002 Woostown. Mit den beiden Spinning Coastern Vinyas 4 und Vinyas 4. Von außen vom Würmling Express aus sieht das Gebäude so aus. Von 1967 bis 1992 befand sich hier das Hawaii-Restaurant. Das war ein größeres Restaurant, es hatte so um die 500 Plätze. Es gab einen Innenbereich, es gab einen Außenbereich und es gab einen Spielplatz. 1993 wurde dann hier eben dieses Kinderland errichtet und 2002 Woostown. Das hier ist eine Original-Serviette aus dem Hawaii-Restaurant, die ich noch besitze. Vom Würmling-Express aus hat man auch eine sehr schöne Sicht auf das Ufer auf der rechten Seite des Sees. Hier befand sich 1967 einmal ein großer Spielplatz, der gehörte zum Hawaii-Restaurant. Daneben war eine Marionettenbühne und ganz links auf der Seite war das Dornröschenschloss. Man sieht das an den Terrassen noch, wo da was gestanden hat. Das hier sind Bilder vom Spielplatz 1968. Und das hier ist dieses wunderschöne Dornröschenschloss. Eigentlich ziemlich groß und war auch mit herrlichen Szenen ausgestattet. Und gleich daneben gab es das Ponyreiten, da waren auch ein paar Western-Szenen ausgestellt. Das ist der Platz, da ist heute ein Lager von Phantasialand und derzeit sind dort Containertoiletten. Das war der erste Teil des Videos Phantasialand damals und heute. In dem ersten Teil habe ich euch jetzt das Gelände rund um den Märchensee, den Mondsee gezeigt. Im zweiten Teil, da zeige ich euch dann die Sachen, die Alt-Berlin betreffen und den Rest des Parks. Bis dahin, in diesem Sinne, tschüss.